bisschen länger rumgelaufen, aber ich habe gelesen, hier sollte irgendein harpunenähnliches Werkzeug sein. Ich denke, das ist sie. Ja, genau, das ist eine klassische Harpune, damit kann man das Ding runterziehen. Also, jawohl. Willkommen, Mr. Epilepsy, Mr. Epilepsy, Mr. Epilepsy. Oh, verdammt, zweimal gleich. Oh, verdammt, verpiss dich, Mr. Epilepsy. Oh, und sein Bruder auch noch. Oh, ich hoffe, die kommen nicht rauf, weil wenn die raufkommen, dann wird das hier... Oh, kommen die rauf? Kommen die rauf? Ne, die zittern nur. Also, okay, leicht epileptisch zittern die Leute nur. Ah, oh, das ist schön. Ah, oh, ich liebe eure Unfähigkeit, ihr Penner. Okay, also, ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier aufheben, was? Ne, die Tonne. Was ist, was? Was ist hier? Was ist das? Eine Statue? Aha, na gut. Oh Gott. Was ist das? Why are you doing this to me? Was denn? Ja, Mr. Epilepsy, hier unten zitter mal ein bisschen. Ich hab hier eine Harpune, du hast nichts. Du hast zwei fette Fäuste. Oh my goodness. Ich sollte Opernsänger werden. Oh my goodness. Na gut, hier kommt nichts mehr. Also Mr. Epilepsy kommt hier auch nicht rauf. Haha. Oh, bitte bleib oben. Bitte bleib oben. Wo ist die Harpune? Hast du sie jetzt fallen lassen? Wenn du die Harpune jetzt fallen gelassen hast, dann springe ich durch den Bildschirm zu dir und hau dich so fest mit meinen... Ah, gut, ist nicht notwendig. Ist nicht notwendig. Ich gehe da rein mal. Hallo, ich bin's, der Rauch von Kera. Bei euch soll es ein bisschen dreckig sein und ich soll hier mal ein bisschen aufräumen. Jo, aber hallo, wo ist denn der Rauchfang? Was ist jetzt los? Warum ist es dunkel? Mach wieder hell! Hallo? Ah! Gut, ich sag mir schon, was ist jetzt los? Ah! Ja. So rennt das. That's how it's drawn in Silent Hill. Plötzlich ist es dunkel, dann ist es wieder hell. Ja, okay. Also wir sind jetzt hier... Ja, das hier ist anscheinend die Stadt... Ja, nur ich mag solche Parts nicht, die sich über, weiß nicht, die ganze Stadt ziehen und du musst dann dort was finden und dort was finden und dort was holen und du rennst immer wieder an derselben Stelle vorbei. Das mag ich eigentlich nicht. Ich hoffe, das passiert hier auch nicht. Schauen wir mal, was im Fernsehen läuft. Oh, nichts. Gut. Er findet die Schublade wohl interessanter. Was ist hier? Hallo. Oh, eine Bibel. Nehmen wir gleich mal eine Bibel zum Essen. Oh, hallo. Ich bin's, der Neue. Is anyone there? No. Danke, Mann. Die kennen mich alle. Ich bin hier voll famous. Yo, Nigga. Oh, das sollte ich nicht sagen. Das war like a rapper, okay? Also ich bin hier nicht rassistisch und so. Oh, was für Musik. Schön, schön. Nur Zombies. Bleibt mal weg hier. Da ist zu dunkel, da mag ich nicht. Liebe Silent Hill Entwickler, könnt ihr mir bitte die dunklen Parts ersparen und mir nur die hellen zur Verfügung stellen? Das schadet meinem, ja, Blödsinn, das schadet nicht. Das macht mein Herz ein bisschen sonniger und... Und was erwartet uns hier? Nichts. Ein paar hässliche Bilder. Und... Ich hoffe keine Konfrontation. Ich hoffe noch immer keine Konfrontation. Oh Mann. Ich hab ein bisschen Hosekacker. Ja, hier kann... Das kann doch nicht sein, dass hier der fette Raum ist und hier nichts drin ist. Das kann's ja nicht sein. Irgendwo muss ja hier zumindest mal ein kleines Geschenk, ein Apfelkuchen oder irgendwas in die Richtung muss ja hier zu finden sein. Aber hier vielleicht. Oh! Pistolenmunition. Also mit diesem Präsent hätte ich ja nicht erwartet. Das hätte ich ja nicht erwartet. Das ist ja doch nett. Die Musik ist ja unheimlich. Könnte. Wow, Disco! Ja, Disco Pogo! Disco Pogo! Dingelingeling! Dingelingeling!
Alle Atzen singen. Disco, Pogo, Dingelingeling, Dingelingeling. Alle Atzen singen. Und hier ein Hammer. Nee, wir haben eine Harpune. Ich meine, Hammer tut auch nicht. Ist auch nicht so geil, wenn ich ihn im Kopf krieg. Hä? Ich meine, ich bin doch alleine hier in diesem scheiß Haus. Warum? Raschelt hier. Aus! Oh! Habe ich hier böse Geister geweckt? Das wollte ich nicht. Ich schleiche mich ja schon. Tschüss! Ja gut. Also hier gibt's nichts. Gut, hier gibt's auch nichts. Warum habe ich Angst? Es ist dunkel draußen. Es ist schon 10 Uhr. Und ich spiele dieses Spiel. Ich muss ja schon lange schlafen gehen. Boah, ich schwitze wirklich. Also das müsst ihr sehen. Das ist so ein bisschen Angstschweiß. Und wenn ich rede und mich alleine entertaine, dann geht's ja einigermaßen. Aber nicht lange. Also das ist dann... Warte, ich gehe doch lieber mal erst darauf. Weil wer weiß, was uns unten dann erwartet. Wäre das Spiel nicht so spannend, dann wäre es nicht so spannend. Oh Mann. Hallo, Mr. Toter oder Mr. Böser Mann? Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich hier in Ihrem Haus ein bisschen herumgeister und ein bisschen nach den letzten... Hallo? Und nach... Hallo? Mann, jetzt sind wir so... Mann. Ja, hör auf mir hier ein bisschen... Hör auf mir Angst zu machen. Ich meine, es gelingt dir sehr gut, Dude, und ich habe Angst, dass hinter dieser Tür ist. Ich will nicht hinschauen. Oh, Mann. Der ist auch so scheiß dunkel. Hört auf mir hier ein bisschen Panik zu machen. Ich befehle euch. Lasst mich in Ruhe und erspart mir den Hosenschiss. Da an der Wand war mal ein Bild oder gehört nur noch eins hin. Man weiß es nicht. Oh, ist das spannend, Mann. Ist das spannend. Ist das spannend. Herzzerreißend und spannend. Was ist benutzen? Was? Benutzen? Ja, Klo. Da waren wir schon lange nicht mehr. So, neu. Lass mal wieder ein bisschen runter. Aber da muss doch was sein. Das kann es ja nicht sein. Was ist denn das für ein Scheißding da? Was ist das? Das Rote. Auch nichts sonderlich Relevantes. Und hier ja, nur ein Kamin, aber hier fehlt doch was. Das sehe ich doch. Da sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass hier etwas fehlt. Hier fehlt auch ein Bild. Das sieht doch jeder. Da gehört doch was hin. Aber ich habe nichts. Gut, ist mir auch relativ egal. Ich will hier sowieso nur noch raus. Ja, ich möchte hier nur noch raus. Aha, eine Notiz. Bitte. Was? Oh Mann, das ist voll klein. Was ist das da? Hä? Okay, wurscht. Hey, du Scheißkerl! Ich habe dich im Auge, du Junkie-Wichser! Wenn das nächste Mal etwas in meiner Wohnung fehlt, kannst du darauf wetten, dass die Cops an deiner Tür klingeln. Und wenn die es nicht sind, dann bin ich es. Und mein Klopfen hat 12 Kaliber. Oh, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du also nicht einen Arsch voller Schrot willst, rate ich dir, meine Wohnung fernzubleiben. Letzte Warnung. Ich habe noch nichts genommen. Ich habe noch nichts genommen. Also lass mal... Wow. Hände abdrücke. Also weder hier Was? Okay, Kapuzenwurm. Stay strong. Stay strong like a boss. Like a boss. Okay, Dude. Du hängst hier... Was hängst du hier denn so ab? Was ziehen? Hey, was ist los mit dir? Was hat er was verloren? Nee. Hat nichts verloren. Aber irgendwas konnte ich. War doch irgendein Befehl für irgendwas. Was? Da? Da, ziehen. Da. Aha. Aber wie hat er sich da aufgehangen? Ich meine, muss ich doch.
irgendwo draufgestellt haben, oder? Oder hat ihn wer andere aufgehangen? Was ist das? Aufheben. This must be all the stuff he took. Spardose. Ist das er? Ich muss das den Leuten jetzt zurückbringen. Will ich das? Muss ich dir auch etwas zurückbringen? Oh. Das. Aha. Wie viel Verbandskästen habe ich? Einen. Geil. Okay, also du hast nichts verloren. Warum höre ich hier schon wieder so scheiß Kinder? Warum höre ich hier schon wieder? Hallo? Warum höre ich hier? Ich habe euch schon so oft gesagt, dass um diese Zeit hier nicht mehr im Hof gespielt wird. Ruhe! Schon wieder? Da wäre schon wieder einer. Oh, bitte speichere ab, du blödes Spiel, damit ich endlich Pause machen kann. Waren wir hier schon? Okay. Hör auf zu weinen. Da passt doch was hinein, da passt doch ein Medaillon rein, da passt doch ein Medaillon rein. Oder? Sieht zumindest so aus. Okay, Geister, nun lasst mich in Ruhe. Ich habe euch das zurückgebracht. Ich bin Freund. Was ist das? Sieht aus wie... Was ist denn das? Hat eine komische Form. Ne, Waffe werde ich da nicht reinlegen. Spardose hatte... Nee. Spardose? Ja, Spardose, oder? Das ist doch... Was ist denn das? Ah ja, eine Dekohand oder... Ja, natürlich eine Uhr. Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, da muss ich irgendwas... Hallo? Ich habe euch was zurückgebracht. Ich bin nur gut. Ich will euch nichts Böses. Warte, da war doch sein Kinderzimmer, oder? Auch? War das hier? Hier geht's wieder raus. Aber da war doch sein Kinderzimmer, Da muss ich doch bestimmt auch was reingeben. Ja, genau. Da, Brumm-Brumm-Flugzeug, hä? Genau, du suchst da auch etwas. War das unten vielleicht? Wer schließt immer die Türen? Alles voll Automatik, voll elektronisch. Die sind... Ja, genau. Du Scheißkind, du kriegst auch noch was. Du kriegst die Spieluhr. Schätz ich mal. War das hier? Hallo? Scheißkind, Zimmer? Hallo? Mrs. Hamilton? Nee. Ja, dafür habe ich ein scheiß Radio. Komm, mach mal hier. Wenn du schon keine schöne Musik spielst, dann kannst du auch gleich Ruhe geben. Ah ja, hier. Hallo. Ja. Onkel Danny, kommt schon. Ich habe meine Handschuhe mitgebracht. Oh, leg dich mal hin, Kindchen. Ja, wo ist die Spieluhr? Wo ist die Spieluhr hingehen? Hier, Spieluhr. Spardose, nicht Spieluhr. Ja, hier, kannst du wieder hier deine Millionen sammeln. Na bitte, habe ich dich glücklich gemacht, du kleiner Racker, du.
Habe ich noch was? Kriegsmedaille. Purple Heart aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin kein Patriot, also ich bin jetzt auch nicht stolz auf Österreich oder irgendwas. Ich verstehe Patriotismus eigentlich gar nicht. Deswegen ist mir auch der Zweite Weltkrieg diesbezüglich ziemlich egal. Und da kommen jetzt auch keine Muttergefühle hoch oder irgendetwas, weil du Österreicher bin. Nein, kommt natürlich nicht. Hallo? Ist jetzt aber hier hoffentlich keiner, weil ich habe alles schön zurückgebracht. Ja. Was ist das? Liebesbriefe! Sogar Internet Hilfe finden die zu mir. Oh, ich kann mich gar nicht mehr davon retten. Jesus. Oh. You scared the hell out of me. Hallo? Definitely not what I intended. Still in town, I see. Ja, ich möchte gar nicht mehr hier sein. Lass mich raus. Just haven't found a way out. Ich muss da noch was reingeben, oder? If I had a nickel for every time I heard that. Yeah? Then what? Well, let's just say I could finally put this damn bag down for starters. Man, cut the bullshit. What is this place? Ich will doch noch... Ich hab doch noch was in der Tasche. I can't say I understand the question. This is a busy... Da kann ich wieder rein, hoffentlich. Ich glaube nicht. Can you at least tell me where the radio station is? Someone's been calling in, making these dedications to me. Oh, sure. That'd be the tall building in the... Lass mich wieder rein! Big old monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. What in the world you do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Tell you the truth, I got no idea. Das sagen sie alle. In my experience, when someone's that angry, it ain't a mistake. It's personal. Lass mich wieder hinein in das Haus. Bitte. Ich hab noch was zum Abgeben. Garantiert muss ich hier noch was abgeben. Jawohl, Gott sei Dank. Ich muss noch was abgeben, das spüre ich. Hier, ich habe noch eine Medaille, die Zweite Weltkrieg-Medaille. Die muss ich noch abgeben. Oh my goodness. Na gut, kurz dann kam mir sein Gemälde. Jetzt habe ich aber was gestohlen, oder? Hallo? Oh, hier eine Jacke. Stop it. Oh, ich habe mich erschreckt. Gut, das soll, glaube ich, das Zweite Weltkriegsszenario zeigen. Hier, kriegst deine Medaille zurück und jetzt lass hier ein bisschen Frieden einkehren in die alten Zeiten. Jawohl, triumphierend marschiere ich nach Hause, der Krieg ist beendet. Eine Runde Ahoi Brause für alle. Ja, so, hallo, okay. Gut, der Schaukelstuhl, also Opa ist jetzt auch schon weggegangen. Da gibt's jetzt auch bei ihm gibt's Essen um diese Uhrzeit. Gibt's dafür hier für uns ein Medipack? Nein, es gibt kein Medipack. Wie schön. Ich meine, ich hätte auch nichts anderes erwartet als ein kleines Präsent, das man vielleicht mal so fallen lässt. Aber das Leben ist keine Wunschsendung, sagte mir mein Vater immer und immer wieder. Ich wollte, ja. So, gut, also hier geht's aber jetzt fix raus. Jawohl, und es speichert ab. Oh, wir atmen tief ein, die frisch neblige Luft und wünschen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Dann bis dann, tschüss! Nein, warum hast du jetzt geworden?